Die Truppen stehen vor der Stadtgrenze. Sie stehen auch vor der Landesgrenze. Und sie stehen vor den Grenzen aller Städte und aller Länder. Sie stehen überall. Denn wir haben Krieg. Schönen guten Abend oder guten Tag. Ja, vielleicht das wichtigste Video, aber das sagen alle, deshalb sage ich es nicht. Aber ich habe das dringende Bedürfnis, einfach ein Statement zu geben zu dem, was im Moment hier gerade passiert und auch was mich persönlich und meine weitere auch berufliche Ausrichtung in dieser Zeit jetzt betrifft. Die Normalität haben wir lange nicht mehr. In meinem Buch spreche ich ja mit einem gewissen Humor von der nachneuen Normalität oder der vor neuen Normalität, also der alten Normalität, aber diese ganzen Normalitäten werden wir nicht mehr haben. Und jetzt nochmal meine Zensurversicherung, denn das ist mit ein Grund auch für dieses Video. Natürlich gibt es Corona. Corona kann richtig schlimm sein und wie unser Obervirologe ja immer sagt, es ist zum Verzweifeln. Es ist tatsächlich zum Verzweifeln gerade, aber nicht unbedingt wegen Corona, aber Corona kann sehr schlimm sein. Und vor allem laut unserem Obervirologen glauben Sie nur den Fachleuten und den autorisierten Institutionen, die dafür zuständig sind, vor allem den zuständigen Politikern im Norden, im Süden und im Osten Deutschlands. So, das dazu. Aber jetzt wieder Spaß beiseite, denn es ist überhaupt nicht witzig, denn die Kriegsmaschinerie läuft und die Zerstörung weltweit der Völker ist, ich würde sagen, submaximal in Gang. Aufklärung. Aufklärung ist meiner Meinung nach eigentlich over. Nein, das stimmt nicht ganz. Aber nicht Aufklärung über Corinna und ähnliches, sondern Aufklärung über das, worum es wirklich geht. Und da ich jetzt mit diesem Video noch etwas vorsichtig sein möchte in der Ausdrucksweise, werde ich jetzt mich hier zurückhalten. Vielleicht schneide ich das noch und mache es dann mit etwas klareren Worten nochmal auf BitChute. Aber hier bleibe ich jetzt etwas moderat. Was ist zu beobachten? Heute hat die Bundesregierung ja etwas verlautbaren lassen. Und wir hatten letztes Wochenende auch die Demos wieder in Berlin. Und dazu nochmal zum Einstimmen vielleicht etwas, so, was einfach im Moment so geschieht. Das kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Trotzdem nochmal so zum Einstimmen. Ja, so, das reicht jetzt erstmal so zur Einstimmung. Also, wir haben zunehmende Gewalt, wir haben das auch im Ausland zunehmend, wir haben die zunehmende Zensur, es werden natürlich Videos gelöscht, es werden Posts gelöscht, es wird alles Mögliche gelöscht, es werden ganze YouTube-Kanäle gelöscht. Wie zum Beispiel von Oliver Janich auch. Oder ganz aktuell von den Ärzten für Aufklärung vor einigen Tagen. Ich glaube, das war jetzt am Sonnabend oder am letzten Freitag. Ja, in dieser Welt leben wir jetzt im Moment. KenFM, den viele ja sicherlich kennen, Ken Jebsen hat angekündigt, dass er sich aus Berlin entfernen wird. Er sieht da keine Perspektive mehr in einer Stadt, die politisch derart im Untergang sich befindet, was Demokratie, Freiheitsrechte, Medienfreiheit und so weiter, Meinungsfreiheit betrifft, und geht aufs Land. Und seine Idee ist, und das finde ich super, das unterstütze ich auch finanziell etwas, weil er braucht dafür Geld, eine Art Campus zu installieren.
es gibt wohl schon ein Gelände, aber es muss da halt auch noch ein Gebäude gebaut werden, also wo es eine Bühne gibt, wo es einen Raum gibt oder Räume oder einen oder Veranstaltungsraum, wo man sich treffen kann, wo Fortbildungen stattfinden können, wo Vorträge stattfinden können. Ja, Medienarbeit stattfinden kann und so weiter, Austausch Gleichgesinnter. Das finde ich eine super Idee und das ist unbedingt unterstützenswert. Also kann ich nur anregen, sich vielleicht mal auf seine Seite zu begeben, wenn man das unterstützen will, mal zu gucken. Er hat da auch einen Teaser gemacht. Ich zeige das mal kurz, wo er hier das ankündigt. Das ist. Hallo KenFM Community, das wird das wichtigste Video, das ich Ja. bisher aufgenommen habe. Verlässt. Verlässt Berlin. Wir werden hier in dieser Stadt unsere Zelte abbrechen. Ja, das ist das eine. Dann haben wir heute die Eilmeldung 28. Bundesregierung schränkt öffentliches Leben ab November massiv ein. Es gibt den zweiten Lockdown. Das wird dann toll als Lockdown 2.0 bezeichnet hier. Und oder irgendwo anders wurde es ja als Lockdown Light bezeichnet. Ich finde, da hat wieder mal die Propagandaabteilung ganze Arbeit geleistet mit diesen idiotischen Begriffen. Ich gehe mittags immer essen in der Praxis, also beide nicht in der Praxis, sondern in der Nähe der Praxis, bestimmt dreimal mindestens. Und häufig in das Roxys. Das befindet sich in der Grindelallee um die Ecke, in der Renzelstraße in Hamburg. Und da bin ich ja eben seit Monaten und den ersten Lockdown haben sie halt überlebt. Und ich habe mir da teilweise auch was aus dem Imbiss geholt zum Mitnehmen in dieser Zeit. Und die Stimmung dort ist sehr düster. Es sind einfach immer nur wenige Gäste da. Das Stammpersonal ist bis auf zwei oder anderthalb, die das da jetzt noch bewerkstelligen, plus Koch, eingestampft, entlassen oder in Kurzarbeit. Ich weiß es nicht genau, freigestellt. Und die Bestimmung ist sehr bedrückend und der Restaurantchef sagte jetzt vor 2 Tagen, wenn es jetzt einen Lockdown gibt, dann sind wir tot. Das überleben wir nicht. Das ist so ein ganz konkretes Beispiel, hautnah miterlebt, zu den Dingen, die es gibt. Ich will mich damit nicht loben, weil das ist ja kein Verdienst, was ich mir jetzt irgendwie erarbeitet habe. Das ist einfach so, ich würde mal sagen, es ist vielleicht ein gewisser Instinkt oder eine Ahnung. Ich habe seit Januar, Februar ja auch schon in den ersten ein, zwei Videos so meine Zweifel geäußert und dann natürlich recht schnell immer mehr. Natürlich waren Herr Wodak unter anderem, war Herr Wodak da auch ein ganz Kollege Wodak, mit einer Initialzündung dann, um das auch abzusichern, so für mich. Jedenfalls war mir instinktiv sehr, sehr früh klar, dass es sich hier eben um ein Drehbuch handelt. Ansonsten konnte ich mir einfach diese ganzen Verhaltensmaßnahmen, diese Äußerungen der Leute von der zweiten Welle und so, also im Grunde die ganzen Propagandaabteilungsbegrifflichkeiten, die da auf einmal so rausgehauen worden sind, die müssen ja lange, lange vorbereitet worden. Das Drehbuch schreibt man ja ein paar Jahre, bevor man den Film dreht, das wissen wir alle, oder das Theaterstück inszeniert. Das hatte also alles bereits stattgefunden. Und jetzt ist so in den letzten Tagen einfach bei mir also die Gewissheit war sowieso da, ist immer da gewesen. Und ich verfolge ja auch die ganzen einzelnen politischen Dinge und die Posts oder die ganzen Videos auch nur bedingt. Ich kann das, keiner kann das machen. Ich habe auch noch einen Beruf und viele andere haben auch einen Beruf und das hat dann auch so sein Limit und man mag auch teilweise einfach nicht mehr. Ab und zu gucke ich halt mal. Und jetzt ist so einfach mein Eindruck. Heute sind da die Regierungserklärungen sozusagen zu diesen Dingen gekommen. Ja, also man kann einfach nur sagen, dass das Land, die Gesellschaft, die Wirtschaft soll definitiv an die Wand gefahren werden. Das ist das Programm. Und dann war auf meinem Telegram-Kanal, den gibt es ja jetzt seit, ich weiß nicht, 6 Wochen, ungefähr 5, 6 Wochen, war ein Post, ein Video von der
Miriam Hope. Und Miriam Hope ist für mich so, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, was ich da so von halten soll, muss ich gestehen. Aber ich habe mir das dann mal angeguckt trotzdem und muss sagen, ich war entsetzt. Das trägt nicht zur Stimmungsverbesserung bei. Das ist es hier übrigens. Und sie spricht über ein Video von Dr. Sie spricht über ein Video von Dr. Butter. Das ist ja ein Arzt, ein Osteopath, aus den USA, der auch schon in den ersten Monaten sich sehr, sehr kritisch zu Corona und immer wieder auch geäußert hat. Und sie spricht über dieses Video, was in Englisch gehalten ist und was auch auf dem Telegram-Kanal hier zu sehen ist. Das ist der Dr. Butter, den haben vielleicht manche schon gesehen. Man kann auf meinen Telegram-Kanal, in den Diskussionskanal gucken, dann kann man sich das angucken. Das ist von heute. Und es ist ja, wie gesagt, alles mit Vorsicht zu genießen. Und dennoch ist es so, dass, also meistens ja ein doch höhergradiger Wahrheitsgehalt dahinter steckt. Und es geht einfach nochmal um den gesamten Plan, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal hier sitze und von der neuen Weltordnung spreche, weil das ist ein Begriff, den kenne ich eigentlich erst seit drei Monaten vielleicht oder 4 Monaten tatsächlich und habe mich damit nie befasst. Aber ich glaube zu wissen, was wahrscheinlich damit gemeint ist, dass hier ja sozialistische Strukturen à la China in einer unvorstellbaren Größenordnung sozusagen installiert werden, was schon längst im Gange ist, nicht erst dieses Jahr, sich gerne auch in anderen Farben verpackt. Aber darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Jedenfalls geht es darum, Gesellschaft muss eigentlich zerstört werden. Die Leute werden letzten Endes wahrscheinlich auch enteignet. Eigenbesitz wird schwierig werden. Und es gibt einfach immer mehr Abhängigkeit vom Staat. Das heißt, wenn du nicht tust, was wir wollen, dann wird es schwierig, wenn du dich nicht impfen lässt. Dann kriegst du kein Geld mehr. Und so weiter und so fort. Und natürlich der berühmte Great Reset, Weltwirtschaftsforum. Kann man sich alles angucken unter der Rubrik Corona, was geplant ist. Jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, der Gründer vom Weltwirtschaftsforum, gleich fällt mir wieder ein, kann man sich auch angucken, hatte in den letzten Wochen auch vermehrte Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und das sind alles die Dinge, die hier im Hintergrund liegen. Und ich bin deshalb einfach so besorgt, weil ich einfach das Drehbuch sehe. Ich sehe einfach nur das Drehbuch. Und dann kann man sich auch nochmal, aber das ist jetzt wieder, dann geht es wieder vielleicht in den Bereich der, in Anführungsstrichen, Verschwörungstheorien. Ich kann das auch nicht wirklich richtig beurteilen. Das ist vielleicht einfach nur mal eine Anregung. Vielleicht habt ihr schon mal gehört von dem Begriff FEMA oder FEMA-Camp. Ich habe mich damit auch noch nicht befasst, aber ich habe jetzt einfach mal geguckt, was ist denn eigentlich FEMA? Und FEMA ist die Federal Emergency Management Academy. Das heißt zu gut Deutsch Bundesagentur für Katastrophenschutz. Und das ist die jetzt die deutsche Variante, aber das ist eine US-amerikanische Behörde. Und das ist ganz interessant. Das ist ja hier Wikipedia, wie wir sehen. Und wenn man jetzt da guckt, das Ding ist 1979 gegründet. Und das heißt, die FEMA koordiniert die Arbeit bundesstaatlicher, staatlicher und lokaler Behörden bei Überschwemmungen, Hurrikanen, Erdbeben und anderen Naturkatastrophen. Und so weiter und so fort. Und gegründet 1979. Und dann steht in diesem ganzen
Text, eigentlich nur uraltes Zeug. Dann steht irgendwie was über 2005 an Hurricane Katrina. Dann gibt es hier was zu Krieg seit 1990, dann irgendwas zu den Terroranschlägen. Und dann gibt es noch mal was zu 2007, zu Waldbränden in Kalifornien. Und ja, ansonsten wird da nicht groß irgendwas geschrieben. Und es wird aber eben ja, in Verschwörungstheoriekreisen von FEMA-Camps gesprochen, die auch tatsächlich jetzt in der aktuellen Zeit installiert sind, also so ein Quarantänelager oder Internierungslager. Vielleicht irgendwann mal weltweit für all die, die nicht gefügig sind, die nicht in Quarantäne wollen oder aus irgendwelchen anderen politischen Gründen ausgegrenzt werden. Damit kann man sich ja mal selber näher befassen und das mal weiter recherchieren. Das mal nur so am Rande. Ja, jetzt ist einfach die für mich so die Frage. Aufklärung ist einerseits meiner Meinung nach in Sachen Corona, nein, vorbei ist es wahrscheinlich nicht. Aber wir haben ja die Propagandastrategie, die ja am meisten gefahren wird, ist die Verwirrungstaktik. Das hatte ich ja in meiner Rede am Jungfernstieg im September auch schon etwas kurz dargestellt. Das hat Professor Mausfeld so schön rausgearbeitet. Man kann, also was passiert in den letzten Monaten, ist eine einzige Verwirrungsstrategie mit halb gefüllten, nicht gefüllten, nicht definierten Begrifflichkeiten, die den Leuten um die Ohren geschmissen werden, was irgendwann im Kopf einfach mal Tilt macht, wo einfach auch nichts mehr geht, wo kein Mensch mehr hinterherkommt und dann natürlich auch gar keine Lust mehr hat. Also das Intransparenz und Verwirrung ist eigentlich die Hauptpropagandatechnik. Neben Vereinfachung und ständiger Wiederholung von Nicht-Wahrheiten, sagen wir es mal so. Was jetzt tun? Also, einerseits auf die Straße gehen, Zeitung machen, Flyer verteilen, Leute ansprechen, das ist sicherlich eine gute Geschichte. Aber ich denke, für mich so als Arzt ist jetzt der wichtigere Punkt, ich werde jetzt Raum schaffen sozusagen in meiner Praxis, bei meiner Arbeit, weil ich kann ja nicht noch mehr arbeiten. Ich mache im Moment ja schon auch mehr wegen Menschen, die gewisse Dinge dann im Rahmen von Corona, ich sag's mal abstrakt, im Rahmen von Corona dann von mir wollen. Und das ist schon auch eine zusätzliche Belastung. Und in diesem Zusammenhang aber auch nochmal, das ist einfach meine Beobachtung für die Zeit jetzt. Wenn ich das so scherzhaft gesagt habe, die Truppen stehen vor den Toren. Nein, die sind nicht vor den Toren, die sind längst da. Wir haben den Krieg der Regierenden bzw. der dahinterstehenden Steuerungskräfte, Personen, Institutionen, Firmen, Konzerne oder wie auch immer man das nennen will, gegen die Bevölkerung oder die Völker auf dieser Welt. Und da es alles ja super koordiniert ist und ja fast überall identisch abläuft, ist es klar, es ist ein Drehbuch und das Virus fällt sich ja nicht von Landesgrenze an, plötzlich dann im Nachbarland ganz anders. Also es gibt tausend Hinweise einfach, die klar machen, dass es hier um politische Strukturen geht, um eine Inszenierung, eine mediale Inszenierung. Ich habe jetzt immer mehr Patienten aber vor mir sitzen, die sind wirklich am Ende, die sind verzweifelt. Die erleben am Arbeitsplatz grauenhafte Dinge. Sie werden drangsaliert von ihren Chefs, von irgendwelchen, werden genötigt, irgendwas vorzuweisen, zu belegen. Sie werden dann eventuell gezwungen, zu Hause zu hocken, weil sie die Maske nicht tragen können, selbst mit Attest. Das nützt da alles dann gar nichts. Abgesehen davon wird natürlich das Datenschutzgesetz und die ganzen Grundrechte ständig jeden Tag gebrochen in allen Läden, aber auch bei den Arbeitgebern, an den Schulen und überall. Gucken Leute in diese Daten rein, die überhaupt null Berechtigung haben, da reinzugucken, das wissen wir alle. Also die Menschen werden drangsaliert, sie werden genötigt, sie werden eventuell dann nach Hause geschickt oder sie werden schlichtweg einfach irgendwie versetzt. Also das ist wie eine Strafversetzung. Und ich habe schon viele, die heulen vor mir saßen, die sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche auch eine Krankschreibung jetzt. Und das nimmt zu, das nimmt ganz eindeutig zu. Und manchmal ist das wirklich schwierig, das auszuhalten, weil es einfach diese
Aussichtslosigkeit im Ganzen hat. Es ist ja klar, es ist nicht nur irgendeine vorbeugende Welle, sondern es ist ein Plan. Und der Plan, der wird sich letzten Endes in dieser Perfidität und dieser Bösartigkeit von der Grundstruktur ausgehebelte WHO-Pandemienkriterien seit 2009, epidemische Lage nationaler Tragik, sage ich jetzt einfach mal etwas scherzhaft und so weiter. Es kann jetzt eine Epidemie oder Pandemie an die nächste gereiht werden, also eine konstruierte an die andere gereiht werden, Covid-20, 21, 22, 23 oder was weiß ich für Grippegeschichten. Und es ist da einfach auch kein Ende zu sehen. Und das Ziel, also wenn die Wirtschaft erstmal auch nicht kaputt ist und dann aufgekauft ist und die Menschen dann schön auf Spur gebracht werden, vielleicht auch ihre Eigentümer verlieren, in Besitz verlieren und vom Staat immer mehr willfährig, willkürlich abhängig gemacht werden, dann brauchen wir was anderes. Wir brauchen jetzt unbedingt, die Menschen müssen jetzt anfangen, wir alle müssen anfangen, uns mehr um uns selbst zu kümmern. Corona ist, ich sage jetzt mal, jetzt will ich mal den Raum aufmachen für diese spirituelle Dimension, für die große Dimension. Denn wir haben einmal diese politische dunkle Seite, diese mafiösen, perfiden, man kann auch sagen teuflischen Kräfte, die da am Wirken sind. Und wenn man das so sieht, dann versinkt man in Hoffnungslosigkeit. Dann kann man den Deckel eigentlich zumachen. Also da darauf, also das baut keine Perspektive auf. Und ich glaube, an der Kippe sind so manche Menschen, nicht alle zum Glück, manche. Und da sind die, die vielleicht einfach diese Dimensionen gar nicht sehen. Die sind da eigentlich noch besser bedient. Die sind vielleicht genervt und die ja, haben auch ihre Sorgen damit, aber sie sind nicht im Bewusstsein rote Pille, blaue Pille, ne? Der Tragweite, also der tatsächlichen Tragweite. Also der globalen Tragweite, nicht der epidemischen Lage nationaler Tragweite, sondern der globalen Tragweite der Inszenierung, nicht von Corona. Und das bedeutet, wir müssen uns jetzt um uns selbst kümmern. Jeder hat eine andere Resonanz. Ja? Da gibt es einmal draußen das Corona-Thema, also inklusive der gesellschaftlichen, politischen Inszenierungs- und Drangsalierung. Und dann gibt es eine innere Resonanz. So, und das korrespondiert. Und jeder hat da eine andere Resonanz. Ja? Natürlich ist das Thema ausgeliefert sein, Ohnmacht, eingeschränkt sein, dominiert werden und so weiter, ist natürlich für die meisten wahrscheinlich das zentralste Thema, für mich auch jedenfalls. Aber es gibt noch ganz, ganz, ganz viele andere Themen. Einfach durch alles, was die Menschen erleben, die Spaltung, die Familienzerrüttung oder die freundschaftlichen Dinge und das ganze Miteinander, die Vereinzelung. All diese ganzen Dinge, das sind Sachen, die müssen die Menschen verdauen und sie müssen sich das jetzt angucken. Das nützt alles nichts. Und das ist vielleicht die Chance der Corona-Krone, weil Krone, es gibt ja auch, man sagt auch Kronenchakra, ne? Also dass wir sozusagen energetisch oder spirituell oder geistig nach oben ja alle als Menschen verbunden sind. Wir haben das nur zum großen Teil abtrainiert bekommen und viele haben dazu nicht mehr unbedingt den bewussten Zugang, sagen wir mal so. Ein unbewussten, also ein de facto Zugang ist bei allen Menschen ja da, aber wir sind, das sage ich zumindest, spirituelle Wesen und den haben wir. Und ich glaube ganz fest daran, darum müssen wir uns auch wieder kümmern. Wir müssen uns um unser Herz kümmern, den Kontakt zu uns selbst und wir müssen uns um den Kontakt zum großen Ganzen, zum Universum, zum Göttlichen, zu dem Urgrund, aus dem wir alle auch kommen, und mit dem wir ja nicht nur verbunden sind, wir sind ein Teil des großen Ganzen. Wir tragen das alle in uns. Und ja, in diesem Zusammenhang denke ich jetzt auch, dass ich meinen Beitrag dazu leisten möchte. Das ist vielleicht ein kleiner Beitrag, aber ich habe jetzt wirklich ernsthaft vor. Ich werde jetzt Gruppenabende einrichten. Ich habe das ja schon mal letztes und vorletztes Jahr angeboten, aber da ging es halt in erster Linie um Tools zur Selbstregulation. Jetzt werde ich das ein bisschen noch in einen anderen Rahmen stellen, dass es wirklich einen Rahmen hat, wo man einerseits, ich sag mal, Gleichgesinnte trifft, die an der Geschichte leiden, wo man sich dann auch mal mitteilen kann in einem gewissen Umfang, natürlich jetzt nicht stundenlang, aber in einem gewissen Ausmaß, dass man zumindest das Gefühl hat, man wird gehört.
Und dass man dann auch Dinge tut, um wieder Kraft zu schöpfen. Einerseits, um vielleicht, wenn es um Ängste geht oder wirklich griffige Gefühlszustände, dass man dann damit was tut. Das kann zum Beispiel Klopfen sein und das kann man auch alles gut im Gruppenrahmen machen. Und dann Meditation, beziehungsweise man kann es auch vielleicht sagen, Trance-Reisen, Trance-Arbeit oder Schrägstrich-Lichtarbeit, etwas zu tun, wo man wirklich eine Connection wieder in sich entwickelt, aufbaut, zu guten Kräften, zu einer guten Vision. Denn ich denke mal, das ist einfach so, wenn wir das innerlich in uns mehr aufbauen, eine grundsätzlich gute Vision, auch wenn wir nicht wissen, wie wir da hinkommen. Weil das ist eben das Schwierige. Also wir haben diese äußere Situation und wir haben aber dann auch diese Ausweglosigkeit, diese Hilflosigkeit, weil wir eigentlich nicht direkt konkret was tun können. Und dann gibt es aber natürlich eine Vision von irgendetwas Gutem. Und vielleicht gibt es Quantensprünge, vielleicht gibt es wirklich eine große Verwerfung auf der Welt, also mit sehr krassen Einschnitten, das kann auch sein. Auf alle Fälle haben wir eine harte Zeit, denke ich. Das wird so sein. Und es kann sein, dass wir noch ein bisschen monatelang hingehalten werden, weil wir haben ja nächstes Jahr die Bundestagswahl, genau wie wir jetzt hingehalten werden bis zur Trump-Wahl, die ist ja jetzt nächsten Mittwoch, nee, Dienstag. Und am Mittwoch soll ja dann diese Lockdown-Geschichte kommen, nächste Woche. So wird es sein, wie es wahrscheinlich auch mit diesen ganzen Medienbröckchen ist, wo man den Eindruck hat, ach, jetzt rudern sie zurück oder jetzt kommt ein bisschen Realität rein in die ganze Geschichte. Ah, jetzt kommt mal ein bisschen Licht rein in die Angelegenheit. Jetzt gibt es Aufklärung. Aber ich glaube, das sagte die Miriam Hope. Ich weiß nicht, wie gesagt, nicht genau, was ich von ihr eigentlich so denken soll, aber das Video fand ich jetzt zumindest mal sehenswert, wenn man dann sich einigermaßen in einer vernünftigen Verfassung befindet, weil sonst ist es vielleicht zu düster. Aber die Idee, dass das immer so Bröckchen sind, die dann uns wieder so ein bisschen hinhalten, die dann so ein bisschen uns besänftigen, nicht? Damit dann wieder der nächste, nicht die nächste Maßnahmenwelle kommt, die nächste Verschärfung, der nächste Einschnitt, der nächste Hammer oben rauf auf alles, ne? Um das klein zu schlagen, die ganzen Geschichten. Und dann wieder so ein bisschen so Bröckchen, ne? Genauso wie mit Herrn Streeck, der fällt mir geradezu ein, ne? Der ja auch so, das ist ja auch so einer, der hat ja einen Partner, der auch in Brüssel oder in Genf oder irgendwo in einer Institution sitzt, wo es auch um, ich glaube, Pharma- oder Impfgeschichten oder so geht. Also da ist ja auch so eine Verbandelung erkennbar. Und der Herr Streeck hat ja auch schon so ganz verschiedene Positionen eingenommen. Mal ein bisschen kritischer und dann wieder ein bisschen Mainstream wieder und dann doch mal wieder so ein bisschen und so. Das ist auch so eine Person, wo ich denke, gut, wer weiß, was die Funktion da ist in dem ganzen Spiel. Aber nun gut. Also, dass wir das wissen müssen, dass dieses Spiel einfach in die Länge gezogen wird und ja. Und wir haben vielleicht, wie Laschet sagte, irgendwann im März, vielleicht wirklich mit einer Zeit über 1,5 Jahre vielleicht damit zu tun. Ja gut, das wäre dann ja zur Bundestagswahl. Ja. Zu einer Wahl, die natürlich sowieso nichts bringt, keinen Effekt hat, keine Auswirkung hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, also, das war mein Anliegen. Das zu sagen, dass ich denke, wir sind mitten im Krieg, der auch noch länger inszeniert wird und wir müssen uns aufstellen. Das war das Bild auf der Demorede. Kurs am Wind und an der Welle finden mit einem Segelboot, dass wir da durchkommen. Ne? Also, dass wir da einigermaßen stabil durchkommen und nicht kentern, sondern uns auf gut Deutsch über Wasser halten. In diesem Sinne wünsche ich allen eine gute Zeit und dass jeder den Kontakt zu sich jetzt hält oder wieder mehr findet und seinen Weg dabei, wie er sich stabilisieren kann. Am besten auch mit anderen Menschen. Vielleicht auch selber Gruppierungen, Gesprächskreise bilden und gucken, wer kann was einbringen, wer kann vielleicht dann Input machen und in der Gruppe was Gutes dann tun, beitragen. Dass man da Stärkungskeime hat. Ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal.